Eine 23-Jährige behauptete der Polizei im vergangenen Sommer, dass sie mit einer Nadel auf der Strassenparade gestochen wurde. Jetzt kommt heraus, alles hat gelogen. 14 im letzten Sommer feiert auf der Zürich-Street Parade Tausende von Menschen, die überschwänglich waren. Nach der Strassenparade im vergangenen Sommer haben sich mindestens 8 Besucher bei der Polizei in Zürich registriert. Alle gaben an, dass sie Opfer von Nadelspitzen waren. Nadelspitzen ist ein Phänomen, bei dem die Opfer, oft junge Frauen, verletzt werden, während sie mit Nadeln oder Spritzen fahren, um möglicherweise unter Drogen geraten zu werden. Eine 23-Jährige behauptet dies auch im August, wie die NZZ schreibt. Sie gab vor, dass eine unbekannte Person von einer unbekannten Person auf die linke Seite gestochen wurde. Deshalb reicht sie eine Anzeige gegen unbekannte Personen ein und reicht einen Verbrecher-Einbeschwerde für Körperverletzung oder Körperverletzung. Besucht Krankenhausbesuch, sie erzählte der Polizei, dass sie nach dem angeblichen Angriff zur Kontrolle zum Trimlispital fuhr. Nach einer Blutuntersuchung hat sie ihr gesagt, sie solle Rückstände von Knockout-Drops finden. Sie nahm auch HIV-Prophylaxe. Die 23-Jährige behauptet einen Monat später dasselbe während eines Telefonanrufs mit der Behörde und als er im Oktober befragt hat. In der Realität war die Frau nie im Krankenhaus, weshalb sie niemals einen Ausstiegsbericht zeigen konnte. Wie aus der rechtsverbindlichen Strafverordnung aus der die NZZ zitiert, wusste sie zu jeder Zeit, dass sie weder ein Opfer eines Nadelangriffs war noch im Krankenhaus untersucht worden war. Deshalb hat sie sich bestraft. Da sie vorbestraft war, muss sie auch 300 Schweizer Franken Bussen und 800 Schweizer Franken Gebühren für eine frühere Betäubungsmittelvergehen zahlen.